Einen abgedrehten guten Morgen wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich sitze hier gerade im Auto und bin auf dem Weg zum Set. Das ist ein ziemlich schöner, sonniger Tag, wenn ihr mal rausguckt. Und ja, ich habe heute was mit euch vor. Und zwar habe ich vor, euch mal zu zeigen, wie das so aussieht hinter den Kulissen von so einem Dreh. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie die Szenen gedreht werden und wie sie dann am Ende aussehen, wenn sie fertig geschnitten sind. Und da könnt ihr jetzt auf jeden Fall auf einiges gespannt sein. Wir sehen uns dann gleich nach meinem Kostüm-Anzieh, wenn ich mein Kostüm anhabe. Und wenn ich ein bisschen geschminkt bin, jetzt komme ich quasi direkt pünktlich zum Mittagspause, das heißt, ich werde jetzt erstmal essen. Ist auch cool, den Arbeitstag mit Essen zu beginnen, aber danach sehen wir uns auf jeden Fall wieder und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, wie bereits versprochen, sehen wir uns jetzt hier am Drehort wieder. Ich bin umgezogen, habe mein Kostüm an, ich bin jetzt quasi wieder Mo. Wurde gerade frisch verkabelt, hier drin versteckt sich mein Mikrofon. Und hier wird sich das Ganze gleich abspielen, die erste Szene, die ich heute drehe. Wir haben jetzt gerade irgendwie, glaube ich, 13, 14 Uhr, also ziemlich spät eigentlich. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt mal so grob, was in dieser Szene passieren wird. Es ist so, dass Ruby sich einen Spickzettel geschrieben hat und es ist aber nicht rausgekommen, wer es war. Es ist aber rausgekommen, dass es einen Zettel gab. Und deswegen musste die ganze Klasse nachsitzen und in dieser Szene kommt eben raus, dass dieser Spickzettel von Ruby war. Und das gibt jetzt natürlich ein bisschen Ärger. Und wie das Ganze aussieht, wenn es gedreht wird und vor allen Dingen, wie es aussieht, wenn es dann fertig ist, das seht ihr jetzt und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Ja, euch auch. Ihr müsst ja gucken, welches ich anziehen muss. Ich guck dann drauf. Nur noch mal für alle zur Erinnerung, ne? Hallo, ich bin auch YouTuber. Wer den Spickzettel wohl geschrieben hat? Ruby, ist das dein Ernst? Wieso hast du es nicht einfach zugegeben? Oder wie alle anderen normalen Menschen gelernt? Ich hatte einfach keine Zeit zu lernen. Ich hatte Gesangsproben, Tanztraining und auch noch extrem viel anderes zu tun. Aber ich werde trotzdem nicht zum Direx gehen und es zugeben. Danke aus. Wie es nach der Szene jetzt vielleicht dem einen oder anderen Adlerauge von euch schon aufgefallen ist, haben wir einen neuen Regisseur. Das ist nämlich Matthias. Und er ist... Was? Nee, alles gut. es ist Matthias und er ersetzt jetzt quasi Patrick, der ja im Block 1 und 2 da war. Also wir drehen das immer in Blöcken, das heißt, ein Block besteht aus 8 Folgen und das ist immer eine Drehwoche. Also wir drehen pro Woche 8 Folgen. Jetzt habe ich voll die Zuschauerfrage beantwortet, quasi aus Versehen. Und du, macht's dir Spaß? Erster Drehtag heute, bockt oder nicht so? Ja klar, bockt voll. Ich sage immer, das lief nicht ganz so, wie du das gesagt hast. Der Patrick hat euch die ersten 2 Wochen gehabt und musste euch quasi so ein bisschen in Form bringen und jetzt... komme ich rein, jetzt läuft's ja. Also er hat jetzt quasi den leichteren Job, also Patrick, er hat jetzt quasi selber zugegeben, dass Patrick eigentlich krasser ist als er, aber er ist auch krass. Also wir hatten ihn ja letztes Jahr auch schon da für eine Woche und mit ihm macht's auf jeden Fall Spaß und ich zeige euch jetzt erstmal die nächste Szene. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ganze so ein bisschen hinter den Kulissen aussieht und das werdet ihr heute noch ein paar Mal sehen. Jetzt gehen wir nämlich gerade in die nächste Szene hier mit Luana bzw. Toni und Ben bzw. Samuel und wir gehen jetzt raus vor die Schule, hier vor die Berlin School of Arts, wie wir sie getauft haben. Und hier wird eine Szene gedreht, da geht es um eine geplatzte Hochzeit von unserem Direktor. Er will nämlich Asras Mama heiraten. Das Ganze hat allerdings nicht funktioniert, weil es Hochwasser gab. Und ich, der Wedding Planner, beschließe, diese Hochzeit einfach in der Schule selbst nachzuholen. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt schon wieder. Und ich sollte mir echt mal eine kreativere Überleitung ausdenken, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Janik soll Tänzer für den Hochzeitsflash noch auftreiben. Du hast aber auch nur die gelbe Fassung. Das ist gut. Erzähl mir nicht, da ist noch was rosa an. Was ja, ich hab die rosa Fassung. Die haben alle eine rosa Fassung. Ich hab nur rosa Reifen. Da gibt's Beef. Ja, ja, also roter Reiten halt, mit den roten Reiten. Ja. Was noch weiter? Na ja. Du sagst ja, Weddingplaner und bla bla bla. Ja. Dann sag ich, und ich besorge ein paar Tänzer. Mir jetzt einen Satz schenke, sag ich das. Mach's unter euch, aber wir wollen hören, dass du kannst. Ja? Ja. Ja, ja, da hinten sehe ich dich, dann nicht aufhören. Danke. Ja, ich sag okay, tschüss, du sagst, dass ich Tänzer besorgen kann. Also, okay, tschüss. Boah, so cool wäre ich auch gerne. Ey, das hat Anschluss. Ich hab Anschluss. Dann guck ich. Mo the Pro nimmt das Ganze jetzt in die Hand. Alles klar?
Ich werde dein Wedding Planner und die Hochzeit findet statt. Mo, das ist sehr lieb von dir, aber du kannst nicht mal einen Nagel gerade in die Wand hauen. Wie möchtest du bitte Wasserrohrbrüche reparieren? Na, ich hab doch keinen Bock, irgendwelche Rohre zu reparieren. Das ist doch gar nicht mein Ding. Wir holen die Hochzeit einfach nach. Und zwar hier bei uns in der Schule. Wie stellst du dir das vor? Na, easy. Ein bisschen Deko. Dann kannst du dich zum Beispiel drum kümmern. Ja? Eine coole Überraschungsaktion für den T-Rex. Das könnte zum Beispiel Yannick übernehmen. Einen coolen Song. Und so einen von diesen, na, Standesbeamten. Ja, voll die gute Idee. Ich finde es auch eine gute Idee. Eben. Und ich gehe jetzt mal meinen Wedding-Planner-Organisations-Headquarter bei uns in der Cafeteria aufschlagen. Also, wir sehen uns. Ja, dann besorge ich schon mal Tänzer für einen Flashmob. Danke, den Satz habe ich gerade gesucht. Ja, was? Ich weiß nicht, ob du es gespürt hast und die Kamera. Ja, den habe ich vergessen. So, Leute. Oh mein Gott, was ist denn mit dem Licht los? Auf jeden Fall, letztes Mal habe ich euch ja Gesina vorgestellt. Oder vorletztes Mal. Die ist ja neu bei uns in den Hauptcast gekommen. Und hier ist noch jemand, der auch neu dabei ist. Yo, yo, what's up? Hier ist Mike. Genau, nämlich Mike Singer. Und du spielst Luke, ne? Ich spiele Luke und es macht mega Spaß. Es ist so mein erstes Mal Schauspielern und mit so coolen Kollegen macht das echt mega Bock. Ja, Mann. Und Luke ist ja so ein bisschen ruhiger, ne? Magst du deine Rolle? Ich mag meine Rolle mega. Manchmal muss ich mega schüchtern sein, obwohl ich eigentlich gar nicht so schüchtern bin. Okay, ich brauche immer eine Zeit, bis ich reinkomme. Ja. Aber die Rolle ist schon mega nice. Ich feiere das. Und du? Ja, mega gut. Ja, meine Rolle ist ja so ein bisschen aufgedreht. Meine Zuschauer wissen das auch schon. Ich mag meine Rolle ziemlich gerne. Ja, ich bin nicht ganz so aufgedreht wie Mo tatsächlich. Aber er passt schon zu mir so auch, weil er YouTube macht und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt auch direkt weiter ins nächste Bild, zur nächsten Szene. Und da gucken wir jetzt mal wieder gemeinsam rein und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ich habe jetzt dreimal dieselbe Sache genau gleich anmoderiert. Ich hoffe, euch wird nicht langweilig, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und bis später. So, Leute, ich habe hier gerade die MoCam in der Hand. Das ist quasi genau die gleiche Kamera, mit der ich diesen Vlog filme. Und jetzt werden wir noch ein paar Itzmo-TVs filmen hier unten mit Valentin. Der versucht, sich gerade verzweifelt zu verstecken, damit er hier nicht ins Bild kommt. Er hat das Spiel verloren. Auf jeden Fall wollte ich mich bei euch nochmal ganz lieb bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben diese paar Einblicke hinter die Kulissen von Spotlight gefallen. Und vor allen Dingen mal so zu sehen, wie so eine Szene entsteht und gedreht wird. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie es geschnitten aussieht, aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall cool wird und euch gefallen hat. Und wenn ja, könnt ihr es mir sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder unten den Kanal kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, haut da rein. Ich bin raus. Euer Moritz. Ciao.